WM-Rekordtorschütze, erfolgreichster Stürmer der deutschen Nationalmannschaft, Weltmeister. Miroslav Klose ist Ehrungen gewohnt. Und nun ist er auch noch Botschafter des deutschen Fußballs, ausgezeichnet vom Bundesaußenminister. Er habe, so die Begründung, das Bild Deutschlands immer im besten Sinne geprägt, vor allem im Ausland. Es war eine sehr spannende Zeit, die 5 Jahre in Italien und die vielen auswendigen Reisen mit der Nationalmannschaft. Ich habe so viel mitbekommen, die verschiedenen Kulturen. Man reist ja dann so ein bisschen durchs Land und die vielen Sprachen, die interessanten Menschen. Also man bekommt sehr viel mit. Also es war sehr schön. Bei der Auszeichnung ging es um die großen Themen des Fußballs. Es ging um Werte, Tugenden, Teamgeist und Fairplay. Ich habe es ja gemacht, weil ich weiß, dass sehr viele junge Menschen zuschauen. Und für mich war es eine Selbstverständlichkeit. Also ich habe jetzt diese 2 Fairplay-Preise bekommen, aber es ist einfach mein Naturell. Ja, das ist einfach mein Charakter. So bin ich einfach und musste mich da nicht groß verstellen. Und dafür haben ihn die Fußballfans geliebt. Nicht nur in Deutschland. Auch in den 5 Jahren, in denen er bei Lazio Rom unter Vertrag stand, hat er sich in die Herzen der Italiener gespielt, wo er auch in einer Art geheimer Klose-Mission unterwegs war. Allerdings mit wenig Erfolg. Ja, am Anfang, man kann ja eine kurze Geschichte erzählen. Ich war ja immer schon pünktlich. Also ich habe in meinen 17 Jahren Karriere bin ich einmal nur zu spät gekommen, weil die Autobahn gesperrt war. Also war überhaupt nicht meine Schuld. Das habe ich natürlich versucht, denen so ein bisschen zu vermitteln, aber man hat da einfach keine Chance. Also das ist die italienische Gelassenheit, die kommt dann irgendwann ein Stück weit durch. Und man muss sich, wie gesagt, da anpassen und es geht auch. Ja. Also ich habe da auch gelernt, wirklich ruhiger, gelassener zu werden und es war eine wunderschöne Zeit. Immer ruhig, gelassen und zurückhaltend. Klose war nie ein Mann der großen Worte, sondern eher einer, der auf dem Platz mit seinen Toren glänzte. Das ist einfach mein Naturell. Also ich habe mich nicht verstellt. Ja. So bin ich einfach und man muss mich entweder akzeptieren oder nicht.